Ah, grüß euch. Wir haben ja heuer ein super Jubiläum, nämlich 100 Jahre Burgenland. Und wir von der Kunstuniversität Graz aus dem Institut Oberschützen haben uns gedacht, wie kann man das besser feiern als wir mit einem Konzert. Dafür haben wir uns die berühmtesten, bekanntesten Komponisten und Komponistinnen aus dem Raum Burgenland ausgesucht und bringen die alle in ein Konzert unter. Man glaubt es kaum. Und was ist jetzt der Komponist, der Ihnen so einfällt auf die Schnelle vom Burgenland? Richtig, der Josef Haydn natürlich. So, jetzt habe ich für euch einen sehr guten Kollegen von mir, nämlich den Jonas aus Oberschützen mitgebracht, der sich in den letzten Tagen sehr viel mit Haydn beschäftigt hat. Und ich bin jetzt gespannt, ob der alle meine Fragen zu Haydn beantworten kann. So, lieber Jonas, wir sind ja jetzt da in Eisenstadt. Was hat diesen Haydn genau nach Eisenstadt getrieben? Wieso ist er nicht in Wien geblieben? Ja, der Haydn, der hat da eigentlich die perfekten Bedingungen vorgefunden, um sich musikalisch auszuleben. Also da war der Fürst von Esterházy, der war ein großer Musikliebhaber und der hat sich selber ein Orchester finanziert. Und da ist der Haydn erst als zweiter Kapellmeister gekommen und später aufgestiegen zum ersten und hat da sozusagen sich seines Amtes und seines Jobes als Komponisten frei walten können. Wien ist in seiner Geschichte natürlich wichtig. Da hat er den Mozart getroffen und nachdem fertig war mit dem Orchester in Esterházy, da ist ganz wichtig für ihn auch die Londoner Zeit. Und aus Esterházy, da haben sie ihn quasi entlassen und wir brauchen den nicht mehr. Ja, tatsächlich ist er gar nie ganz entlassen worden, sondern nur der Sohn des Fürsten, als der das Amt übernommen hatte, hat er das Orchester entlassen, also die Musiker, weil der war einfach nicht so interessiert. Und es war ja, wie gesagt, etwas Privates, also war das einfach fertig sozusagen. Und da ist er dann erst nach Wien und war auch als Lehrer in der Zeit, hat er auch mal Beethoven unterrichtet und hat eben da die Einladung nach London erhalten. Und das war erst eine Reise geplant, und wo er 6 Sinfonien schreibt. Und das war dann so erfolgreich, dass er sogar ein zweites Mal dahin in gegangen London ist. War ja recht gerne, also er ist da. Ja, absolut. Da hat er begriffen, dass er ein Star ist eigentlich. Also da ist ihm klar geworden, wie populär er ist und dass seine Musik richtig gut ankommt. Und deswegen war er ein zweites Mal da und hat nochmal 6 Sinfonien geschrieben und die wir spielen eben auch. Ja, und also die Sinfonie, die wir im Programm haben, die heißt ja dann eben Londoner Sinfonie, weil sie in London. Ja, was ganz spannend darüber ist, ist, dass es seine letzte ist, die 104. und dass er gewusst hat, dass es seine letzte ist. Und weil, wenn er dann wieder zurück nach Wien geht, hat er gewusst, dass da die Ressourcen nicht so da sind, um in der Größe zu schreiben. Und vielleicht darf man sagen, da hat er nochmal richtig einen rausgehauen. Ah, okay, super. Lang ist es her, aber anscheinend soll es ja heute echt noch Komponisten geben. Und ja, sogar im Burgenland. Aber Näheres dazu werde ich mein Kollege der Janis erzählen. In unserem Konzert werden wir nicht nur Haydn spielen. Wir werden 5 Variationen über Haydn spielen. Wir werden mit 4 von diesen 5 Komponisten sprechen. Und wir wollen zu wissen, wie haben es gemacht und wie diese Erfahrung gelaufen ist. Božena Majdl Brajec, Komponistin. David Friedrich Hecher, Komponist. Balsam Halaka, Komponist, Audiovisual Artist und Pädagoge. Ich bin Johann Hausl, alle sagen Hans zu mir. Und mein Beruf ist Musiklehrer und Teilzeitkomponist. Mein Name ist Franz Zebinger, ich bin Komponist. Leider kann ich nicht live dabei sein. Komponieren heißt für Sie? Mich selbst musikalisch mitteilen, also der Umwelt mitteilen. Abenteuer. Mich selbst innerlich ausdrücken. Träume wahrzumachen. Zeit für sich selbst nehmen, für die Gedanken, die da sprößen. Auch Kampf. Wie komponieren Sie? Stift, Papier und eine Idee und dann
die Idee weiter? Hauptsächlich mit dem Klavier. Also ich versuche, musikalische Ideen auf dem Klavier vorzubereiten und die dann am Computer auszuarbeiten und für die ausführenden Musiker dann auf einem Notenschreibprogramm am Computer herzurichten. Ich bin ein konzeptueller Komponist. Ich muss zuerst ein Konzept haben, eine Geschichte haben und dann damit kann ich meine Musik aufbauen. Das sollte wirklich etwas erzählen. Was haben Sie von Haydn gelernt? Die Entwicklung einer musikalischen Idee und die musikalische Rhetorik. Vieles ist, sage ich jetzt einmal, noch im Fundus, der vor mir erst steht. Ein paar Kleinigkeiten habe ich mir holen können. Haydn als Persönlichkeit ist natürlich genial und die Musik, die er geschrieben hat, ist natürlich auf jeden Fall zu anschauenswert und analysierenswert. Haydn, okay. Und man kann daraus sehr viel lernen und dass der das in seiner Zeit schon geschrieben hat, da kann man nur sagen, er war seiner Zeit voraus. Und ich wünschte, ich hätte den Haydn persönlich gekannt. Bin der schlechte Person dafür. Weil Haydn ist sehr klassisch für mich, sehr konservativ. Ich bin frei. Aber wir haben was gemeinsam. Wir sind beide wieder. Wenn ich an Haydn denke, sehe ich sehr helle Farben, spüre seine Ironie, seinen Witz und sein musikalisches Handwerk. So, und jetzt sind wir hier in Siegendorf gelandet, wo dieser Herr geboren worden ist, nämlich der Jenő Takács. Und da haben wir extra einen Kollegen von mir aus Ungarn hergeholt, der sich mit dem Komponisten Takács sehr gut auskennt. Hi Matthias. Hallo. So, jetzt haben wir mal als erstes eine Frage. Wie spricht man diesen Jenő Takács? Jenő Takács. Jenő? Jenő Takács. Jenő. So einfach. Takács. Genau, das Jenő ist super. Takács. Super, ja. Ah, okay. Ja, und der ist ja hier in Siegendorf geboren, aber hat es ihn da irgendwie gehalten? Philipp, er war so international. Ja. Wirklich, er war schon 20 Jahre alt und er hatte Konzerte im Burgenland auch, im Ungarn und in Jugoslawien auch. Okay. Und dann später, er hat eigentlich mit Bartók getroffen und dann er war im Cario bei der Universität. Das heißt, er hat auf die ganzen Universitäten weltweit quasi unterrichtet. Ja, genau. Und dann nachdem die Kairo, er hat auf die Philippinen gegangen. Okay. Ja, und er hat auch da unterrichtet, auch in Japan, auch in China und dann später in Ohio. Das heißt, man hat den Takács eigentlich, man hat den eigentlich, ich habe mal gehört, man hat den arabischen Bartók genannt. Ja, genau. Ist das wegen den... Wegen, er hat so viele arabische Melodik, arabische Rhythmik benutzt, also in der Stücke. Thank you.
Jetzt haben wir schon einiges über den Haydn gehört. Wir haben einiges über unsere zeitgenössischen KomponistInnen gehört, über Takács. Und jetzt befinden wir uns in Deutschkreuz, wo uns die liebe Miriam ein bisschen mehr zum Karl Goldmark erzählen wird. In dieses Haus ist Goldmark eingezogen, als er 3 Jahre alt war. Seine Familie, das bedeutet ca. 21 bis 24 Geschwister, er ist sich nicht mehr ganz sicher, und davon 12 Lebendige. Hier befinden wir uns möglicherweise in der Stube, man kann es nicht mehr genau sagen. Ursprünglich ist er aber eben in Ungarn geboren. Hier sieht man das Geburtshaus in Kesteli. Und aufgewachsen und seine Kindheit hat er eben hier in Deutschkreuz verbracht, mit seinen Eltern Rubin Goldmark und Marie Goldmark, eine jüdische Familie. Das heißt, er hat eine religiöse Bildung erhalten in der Talmud-Schule und ist dort regelmäßig hingegangen. Und hier sieht man eben von außen das Wohnhaus. Goldmark hatte ein sehr prägendes Erlebnis in seiner Kindheit hier in Deutschkreuz. Und zwar sieht man auf dem Bild, dass es damals noch keinen Asphalt gab. Das heißt, es war eine sehr morastige Straße. Und dort wurde er von einem Kind mit einem Stein am Kopf getroffen. Das hat ihm eine Narbe bereitet, die ihn sein Leben lang geprägt hat. Er hat sich damit immer wieder an seine Kindheit erinnert und wo er eben herkommt, das ist niemals in Vergessenheit geraten. Hier hat nun ein großer Zeitsprung stattgefunden nach seiner Kindheit. Wir sehen Goldmark auf dem Bild mit seinem Freund Brahms und Strauss. Goldmark ist da ungefähr Anfang 60 und in Wien. Und da fragt man sich, was ist passiert in der Zwischenzeit? Wie hat er es nach Wien geschafft? Wir wissen es nicht genau, wir kennen nur seine Erinnerungen aus dieser Zeit. Er ist mit 14 Jahren nach Wien gegangen, hat Geige gelernt, wenige Jahre Geigenunterricht erhalten und ist dann eben Theatergeiger geworden und hat sich nebenbei auch noch mit Klavierunterricht eben über Wasser gehalten. Und erst mit Ende 20 hat er angefangen zu komponieren und als Komponist eine Karriere zu starten. Und das hat er alles autodidaktisch gemacht. Er hat noch bis ins hohe Alter Selbststudien betrieben und immer weiter gelernt und hat dann den großen Sprung geschafft und ist auch in großen Ausschüssen in Wien und Kommissionen gewesen, im Musikverein zum Beispiel, und hat eine sehr große Karriere gemacht. Goldmark ist als Opernkomponist berühmt geworden. Hier sehen wir einige seiner Opern. Die Kriegsgefangene, Das Heimchen am Herd, Götz von Berliching, Ein Wintermärchen. Das sagt uns heute leider nichts mehr, aber berühmt geworden ist er durch die Oper Die Königin von Saba. Hier sieht man einen Klavierauszug. Zum letzten Mal wurde die aber 1937 in Wien aufgeführt. Das hängt damit zusammen, dass er eben Jude war und viele seiner Werke in Vergessenheit geraten sind. Und zu dem Zeitpunkt war er eben auch schon gute 20 Jahre tot. So, jetzt ist der Karl Goldmark ja eigentlich berühmt durch seine Opern und wir spielen aber eine Ouvertüre. Fehlt da die Oper? Hat er die nicht fertig komponiert? Oder? Naja, nicht nach jeder Ouvertüre muss eben zwingend eine Oper kommen. In Konzerten wurde das oft als Eröffnung gespielt und danach folgte dann eben ein anderes Konzertprogramm. Und die Ouvertüre, die wir im Programm spielen werden, heißt Im Frühling. Wie kommt man zu diesem Namen oder wie ist da auf die Idee gekommen? Also mit dem Frühling kann man natürlich ganz viele verschiedene Dinge assoziieren. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das ist sehr individuell. Manch einer denkt vielleicht an das Vogelgezwitscher oder an einen schönen, lauen Frühlingsabend. Was auf jeden Fall dabei ist, sind sehr dynamische und kraftvolle Passagen und als Kontrast dann auch ruhige und besinnliche Passagen. Ich denke, da ist für jeden was dabei. Super.